In diesem Video zeige ich euch einige sehr praktische Tipps und Tricks für euren iPhone-Alltag. Viel Spaß! Es kommt immer mal wieder vor, dass man eine Nummer, die man mal angerufen hat oder von der man vielleicht auch angerufen wurde, herausfinden will und dann in die Anrufliste in der Telefon-App geht. Doch oft passiert es dann, dass nicht mehr alle Anrufe hier in dieser Liste zu sehen sind, wenn seitdem viele neue Anrufe getätigt wurden. Ihr seht, bei mir ist jetzt der letzte Anruf hier in der Anrufliste der Eintrag iPhoneTricks.de. Aber hier gibt es einen Trick, wenn ihr euch jetzt hier ältere Anrufe anzeigen lassen wollt, dann müsst ihr einfach einen anderen Anruf hier löschen aus dieser Liste und ihr seht, jetzt kann ich hochwischen und es ist ein weiterer Eintrag hier unten erschienen. Und auf diese Art und Weise, indem ihr hier einfach einige Anrufe aus der Anrufliste löscht, könnt ihr euch auch wieder ältere Einträge hier in der Anrufliste anzeigen lassen. Wenn ihr in WhatsApp ein Foto verschicken wollt, dann müsst ihr hier einfach auf dieses Plus tippen und dann hier auf Foto- und Videomediathek gehen. Das Problem ist, dass die Fotos hier relativ klein nur als Vorschaubild angezeigt werden und man manchmal gar nicht so richtig erkennen kann, ob es das richtige Foto ist, das man auswählen möchte. Da gibt es einen Trick, ihr könnt nämlich einfach hier länger dann auf ein Bild gedrückt halten und dann öffnet sich dieses Foto in dieser großen Vorschau und ihr könnt dann genauer sehen, ob es das Foto ist, das ihr auch wirklich auswählen wollt. Wenn ihr das dann gefunden habt, dann könnt ihr hier einfach auf Wählen tippen und könnt dann hier über das Plus weitere Fotos hinzufügen, wo ihr dann den gleichen Trick wieder anwenden könnt, um euch Fotos in einer größeren Vorschau anzeigen zu lassen, damit ihr auch sicher seid, dass ihr das richtige Foto für den Versand in WhatsApp auswählt. In iMessage funktioniert das Ganze etwas anders. Wenn ihr in iMessage ein Foto auswählt, indem ihr hier auf dieses kleine Fotosymbol geht, dann habt ihr hier unten diese Vorschau, die ihr hochziehen könnt. Und hier habt ihr immer diese Rasteransicht mit 3 Fotos pro Reihe. Hier könnt ihr jetzt aber auch einfach hingehen und rauszoomen, dann könnt ihr euch sogar mehr Fotos anzeigen lassen. Oder ihr könnt auch eben hingehen und dann hier reinzoomen und dann habt ihr hier wirklich eine richtig große Vorschau von Fotos, die ihr dann auswählen könnt, wenn ihr sie versenden wollt. Und dann könnt ihr hier einfach einige Bilder auswählen, tippt dann auf Hinzufügen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel im Nachgang auch nochmal sagt, ich will mir hier die Bilder, die ich jetzt ausgewählt habe, doch nochmal groß anschauen und mir nicht die alle hier unten wieder raussuchen, dann könnt ihr jetzt auch einfach hier hingehen und einmal das Bild antippen und dann seht ihr hier nochmal alle Bilder in groß, die ihr aktuell ausgewählt habt und könnt dann diese ganz einfach per iMessage verschicken. Wenn ihr im Alltag die Lautstärke über die Lautstärkentasten hier am iPhone lauter oder leiser macht, dann seht ihr, wechselt die Ansicht hier direkt zu so einer kleinen Leiste und ihr könnt dann halt nur in diesen ganzen Sprüngen hier immer laut oder leise machen. Ihr könnt aber auch jetzt hingehen und die Leiste einfach hier so rausziehen und dann könnt ihr die Lautstärke hier ganz genau mit eurem Finger nach euren Bedürfnissen einstellen. Ihr seht, ich kann die hier einfach nehmen und wieder rausziehen und dann mit meinem Finger die Lautstärkeregelung genau einstellen. Immer mal wieder will man im Alltag die App-Icons auf dem Homescreen anders anordnen und ihr kennt sicherlich den Trick, dass ihr dann einfach nur auf ein App-Icon gedrückt halten müsst und es so ziehen könnt. Doch etwas unordentlich wird es, wenn man dann versucht, das Ganze auf einen anderen Bildschirm zu ziehen. Dann springt das Ganze schon mal manchmal hier so hin und her, ohne dass man das eigentlich so will. Und da gibt es auch einen einfachen Trick. Haltet das Icon einfach so fest und benutzt dann euren zweiten Finger, mit dem ihr das Ganze ganz einfach hier hin und her wischen könnt, um dann den richtigen Homescreen auszuwählen, wo ihr das App-Icon dann ablegen könnt. Und noch ein weiterer Trick zum Verschieben von App-Icons. Ihr könnt auch mehrere App-Icons auf einmal verschieben. Haltet dafür wieder ein App-Icon fest. Tippt dann mit einem weiteren Finger einfach auf weitere App-Icons und ihr seht, jetzt habe ich hier zum Beispiel 4 App-Icons, die ich auf einen Schlag hier ganz einfach und schnell verschieben kann. Wenn ihr in eurem Kalender einen Eintrag vornehmt, dann könnt ihr hier auch unter dem Erinnerungszeitpunkt einen Zeitpunkt festlegen, zu dem ihr euch erinnern lassen wollt, nämlich hier mit einem Hinweis. Da könnt ihr dann sagen, dass ihr zum Beispiel 5 Minuten vor dem Ereignis, einen Tag vorher oder auch nur einige Minuten vorher erinnert werden wollt. Und das Ganze könnt ihr vorkonfigurieren. Ihr seht, bei mir war jetzt hier standardmäßig der Hinweis auf ohne gestellt. Ihr könnt aber in den Einstellungen und dort unter Kalender den Standardhinweis festlegen. Wenn ihr hier auf den Menüpunkt Standardhinweis geht, seht ihr, dass ihr jetzt zum Beispiel für Geburtstage, für Ereignisse oder auch für ganztägige Ereignisse einen Standardhinweis definieren könnt. Dafür müsst ihr dann einfach hier drauf tippen und könnt dann zum Beispiel sagen, dass ihr bei Geburtstagen immer am Ereignistag um 9 Uhr erinnert werden möchtet. Gleiche könnt ihr dann zum Beispiel für normale Ereignisse machen, die ihr eintragt, dass ihr sagt, hier möchtet ihr lieber immer eine Stunde vor dem tatsächlichen Ereigniszeitpunkt erinnert werden. Und wenn ihr zum Beispiel ganztägige Ereignisse eintragt, wie ich das jetzt eben gemacht habe, dann könntet ihr auch zum Beispiel sagen, ihr wollt gerne einen Tag vorher um 9 Uhr erinnert werden. Und ihr seht, wenn ich jetzt in den Kalender gehe und dann hier jetzt nochmal testweise
einen neuen Termin eintrage und ich sage jetzt einmal, dass das ein ganztägiger Event ist, dann seht ihr, wurde hier automatisch der erste Hinweis so eingestellt, wie ich das eben vorkonfiguriert habe. Und wenn ich jetzt den Bedarf habe, könnte ich jetzt sogar auch hingehen und dann noch sagen, ich möchte einen weiteren zweiten Hinweis hinzufügen, der mich dann nochmal zu einem weiteren Zeitpunkt an das Ereignis erinnert. Und auf diese Art und Weise könnt ihr euch die Erinnerungszeitpunkte für eure verschiedenen Arten von Terminen vordefinieren und spart so einiges an Zeit im Alltag, weil ihr das nicht bei jedem Termin neu eintragen müsst. Wenn ihr in eurer Mail-App E-Mail-Absender als nicht erwünscht markiert, beziehungsweise wenn ihr diese Absender blockiert, dann markiert das iPhone diese Absender zwar, aber die E-Mails werden dann auch nicht automatisch gelöscht. Die Einstellung könnt ihr aber anpassen, wenn ihr dann nämlich in die Einstellung geht und dann auf den Menüpunkt Mail, dann findet ihr hier unten die Möglichkeit blockierte Absenderoptionen. Und wenn ihr hier drauf geht, könnt ihr dann sagen, ob blockierte Absender im Eingang belassen werden sollen oder ob sie direkt in den Papierkorb bewegt werden sollen, was in meinen Augen deutlich mehr Sinn macht. Denn wenn man einen Absender einmal blockiert hat, dann will man ja nicht nur, dass er markiert wird, sondern dass er dann eigentlich auch direkt in den Papierkorb verschoben wird, damit man im Alltag nicht mehr mit den lästigen E-Mails von Absendern belästigt wird, die man gar nicht empfangen möchte. Seit iOS 15 funktioniert die Mitteilungszentrale etwas anders und die Mitteilungen werden von iOS hier automatisch gruppiert. Dabei geht iOS dann zum Beispiel nach Zeitpunkten, wenn ihr zum Beispiel die geplanten Übersichten eingerichtet habt, oder halt auch nach Themen, dass dann zum Beispiel Mitteilungen von Social Media Apps gruppiert werden. Ihr könnt aber auch gezielt hingehen und sagen, dass ihr Mitteilungen lieber pro App gruppiert haben wollt. Dafür müsst ihr einfach einmal in die Einstellung gehen und dann auf den Menüpunkt Mitteilungen. Und hier müsst ihr dann einfach die gewünschte App auswählen, für die ihr die Mitteilung gruppieren wollt. Und hier habt ihr dann die Funktion Mitteilungsgruppierung. Wenn ihr hier drauf tippt, seht ihr, könnt ihr das entweder auf automatisch stellen oder eben sagen, dass ihr das lieber immer nach App gruppiert haben wollt und dass ihr die automatische Gruppierung da deaktiviert. Und dann werden eure Mitteilungen halt für diese App hier, wie ihr seht, nach Tricks und Tipps wirklich nur nach dieser App gruppiert. Und so könnt ihr das dann nach euren Bedürfnissen hier in den Einstellungen beliebig für jede App gezielt einstellen, wo ihr das gerne haben wollt. Und für alle anderen Apps könnt ihr die automatische Mitteilungsgruppierung aktivieren lassen. Wenn ihr in der Notizen-App Fotos hinzugefügt habt zu einer Notiz, dann kann das schon mal relativ schnell unübersichtlich werden, wenn hier so mehrere Fotos groß in einer Notiz angezeigt werden. Aber auch hier gibt es einen Trick. Ihr müsst einfach nur auf eines der Bilder länger gedrückt halten und dann hier den Menüpunkt Kleine Bilder auswählen. Und ihr seht, jetzt werden die Bilder hier in dieser kleinen Vorschau angezeigt. Ihr könnt jetzt auch einfach hingehen und auf ein Bild drauf tippen, wenn ihr das dann groß sehen wollt, und könnt auch hier durch die eingebundenen Bilder in dieser Notiz durchblättern. Und wenn ihr wieder zu der großen Ansicht wechseln wollt, dann müsst ihr einfach erneut auf eines der Bilder gedrückt halten und dann hier große Bilder auswählen, um euch wieder die großen Bilder anzeigen zu lassen. Aber für mehr Übersicht im Alltag, denke ich, ist die Option der kleinen Bilder hier deutlich besser geeignet. Ein sehr häufig genutztes Feature im Alltag bei vielen wird sicherlich auch die Taschenlampe sein, die man direkt über den Homescreen auch aufrufen kann, wenn man hier auf das Taschenlampensymbol tippt. Allerdings hat man hier nicht die Möglichkeit, die Helligkeit der Taschenlampe einzustellen und viele wissen daher vielleicht auch gar nicht, dass das geht. Denn wenn ihr die Taschenlampe hier über das Kontrollzentrum aufruft, dann müsst ihr einfach nur auf das Taschenlampensymbol gedrückt halten und ihr seht, jetzt kann ich hier 4 verschiedene Helligkeitsstufen für die Taschenlampe einstellen. Noch ein weiterer Trick für die Taschenlampe: wenn ihr die Taschenlampe eingeschaltet habt und ihr wollt sie ausschalten, je nachdem ist es manchmal nicht so einfach, immer den kleinen Knopf zu treffen, dann könnt ihr einfach hier auf dem Lockscreen einmal nach links wischen und ihr seht, die Taschenlampe wird sofort ausgeschaltet, ohne dass ihr da umständlich diesen kleinen Knopf finden müsst. Im Alltag lädt man sich auch relativ viele Apps runter, gibt Bewertungen ab, schreibt Rezensionen oder tätigt auch In-App-Käufe. Und es gibt eine Übersicht, wo ihr all das nachschauen könnt, nämlich wenn ihr in die Einstellung geht und dann auf den Menüpunkt App Store, dann findet ihr hier unten den Menüpunkt Personalisierte Empfehlungen. Und wenn ihr hier drauf tippt, dann kommt ihr zu dieser Übersicht und könnt dann hier die Interaktion mit dem App Store einsehen. Hier seht ihr dann, wie gesagt, welche Apps und Spiele ihr zum Beispiel gekauft habt. Könnt dann auch hier euch anzeigen lassen, welche davon aktuell nicht auf eurem iPhone sind. Ihr könnt euch aber auch eure bestehenden Abonnements anzeigen lassen, hier direkt von dieser Stelle aus. Ihr könnt dann auch hingehen und euch dann hier die ganzen Bewertungen anzeigen lassen, die ihr so geschrieben habt für Apps oder Rezensionen, die ihr abgegeben habt. Und ihr könnt euch auch hier Vorbestellungen anzeigen lassen, falls ihr welche im App Store getätigt habt. Mit diesem kleinen Trick über die Einstellung für den App Store könnt ihr hier eure ganzen Interaktionen mit dem App Store also ganz schnell euch anzeigen lassen.
Im Alltag kommt es auch immer mal wieder vor, dass man im Safari-Browser sich auf einer Webseite bewegt, wo die Ansicht nicht so richtig passt. Ihr seht, ich bin jetzt zum Beispiel hier auf der Apple-Seite für die Apple Watches und würde jetzt gerne die ganzen Apple Watches vergleichen, habe aber jetzt hier nur zwei Uhren nebeneinander und die dritte Uhr folgt dann hier unten. Aber hier kann ich jetzt auch einfach mit dem kleinen Trick, dass ich hier rauszoome, mir die Ansicht so weit anpassen, dass jetzt zum Beispiel hier alle drei Uhren schön übersichtlich nebeneinander angezeigt werden und ich dann so den Vergleich perfekt lesen kann. Also probiert das immer mal wieder aus. Wenn ihr das Gefühl habt, dass die Ansicht nicht passt, tippt einfach hier auf diese zwei A's. Dann könnt ihr über dieses größer und kleiner Symbol die Einstellung für den Zoom hier anpassen und manchmal ist dann eine andere Zoomrate für die entsprechende Webseite deutlich besser geeignet. Das waren jetzt einige, wie ich finde, sehr nützliche Tipps und Tricks für den iPhone-Alltag, die euch dabei helfen, euer iPhone effizienter, schneller und besser zu benutzen. Und ich denke, ihr könnt diese sehr gut in euren Alltag einbinden und dass sie euch eine große Hilfe sein können. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert am besten gleich hier unter diesem Video kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft kein iPhone-Tricks-Video von uns mehr verpasst. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.